müsste sogar alles gut sein jetzt. Panic at the Porcupine, let's go. Der funktioniert, wunderschön. Keine Ahnung, ob das Ding einen Game Sailor hat, aber hey, ich habe auch einen. Schon sind sie kaputt. Erstmal Trainer, Leute, und Trainer und hoffen lassen. Chickaburps. Währenddessen gibt es ein Stachelschwein. Oh wow. Das heilige Harmony? Das grüne Ding da. Die Legenden sagen einen großartigen Protagonisten hervor, ein galanter Igel, der uns vor dem Bösen befreien wird. Unglücklicherweise hatte er einen Film zu drehen. Kam das zum Sonic-Film raus? Das ist schlecht geplant, Koi, und schönen guten Abend, Mio. Du allein musst die Chickaburbs vom bösen Professor Proventiculus retten. Das könnte leid sein, ja. Demo, das könnte leid sein. Ich glaube, ich habe eine Therapiesitzung. Naja, um genau zu sein, ich bin nur hier für meine Therapiesitzung. Du suchst sehr in Frieden und es kann nur erreicht werden, indem du dich deinen Ängsten stellst. Halt einfach nicht sterben. Außerdem glaube ich, ich habe den Ofen angelassen. Und die Tür aufgelassen. Den Kühlschrank aufgelassen? Nimm das, ein antikes Artefakt, ein Computermonitor, den wir in einer Palme gefunden haben. Gibt dir unendlich Leben. Unverständliche Agonie. Ja, so fühle ich mich manchmal auch. Unverständliche Agonie. Wie fühlst du dich? Nass. Mit deiner neu gefundenen Kraft geh fort auf deine Quest. Kann ich andere hilfreiche Power-Ups erwarten, wie diese auf meiner Reise? Da zähl mal nicht drauf. Welp. PS4, PS5. Steam gibt's aber auch. Es müssten 50 Level sein. Hills that are green. Easy Hills. Sehr gut. Doch, das ist der Teaser für das gesamte Spiel. Unter Umständen. Vielleicht. Rette alle Chickaburbs, um das Level zu beenden. Chickaburbs! Batztüte. Ich will doch nur den Monitor lesen. Ich will doch nur den Monitor lesen, dann halt nicht. Monitor lesen. Running Start is all you need. So, ich will auch da dran. Da dran. Also, ich hab's wieder selber ausgesucht. Keine Ahnung, wie man da dran kommen soll. Insofern, es ist ein Anfang. Gucken wir mal. Das ist ein Sonic Meat Boy für Arme. In Anführungszeichen. Spring Training. Das hat einen eigenen Death-Zähler, aber nur in den auf der Weltkarte so. Oh boy. Aber im Endeffekt ist es einfach nur ein, sagen wir mal, witziger Plattformer mit viel möglichen Tod. Und ich meine, Meat Boy habe ich mal gespielt, mehr schlecht als recht, weil damals meine Aufnahmesoftware kacke war, aber... Hast du alte Chickaburbs gerettet? Wo waren die ganzen Eier? Wo waren denn 15 Eier? What? Big Hill.
Rollknopf. Oh. Ja, man muss es so sehen, wir sind... Wo war das letzte... Was zum Moment? Ich hab das Gefühl... Wow. Soll ich da dran kommen? Gar nicht? Das ist auf jeden Fall Yuda Man besser als Gex, ja. Mehr Speed. Kann ich zufällig von hier? Oh, das könnte funktionieren. Wir spielen Panic Porcupine. Aber deutlich mehr Speed. Auch nicht. Ich sehe das kommen, dass ich überall Eier liegen lasse, weil ich mit der Physik noch nicht klarkomme, aber ist egal. Sind nur Eier, nehme ich an. Hoffentlich, keine Ahnung. Positions. Ja. Eigentlich würde ich gerne gar nicht. So schön vorsichtig. Ja, zu Ostern wusste ich leider nicht, dass das Spiel existiert. Aber abgesehen davon, dass ich Ostern arbeiten war und keine Zeit für irgendwas gehabt hätte, ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Wann habe ich das mal? Okay. Eier holen. Wunderbar. Dann kochen.
Oh yeah. Verdiene dir eine Eiermedaille. Eiermedaille. Rewheeling. Rewheeling. Ah, okay. Das ist wenigstens etwas, was ich verstehe. Sagt er und springt eiskalt komplett an einem vorbei und daneben, aber... Und das an einem Riesenrad, ne? Also... Es ist ein offensichtlich platziertes, riesiges Rad und ich schaffe es, daneben zu springen. Aber ja, gut, wie auch immer. Nicht wo. Ja, doch. Nein, habe ich nicht. Ich habe versucht, einigermaßen lange zu schlafen und ehe ich mich versah, war der Tag wieder vorbei. Ich habe kaum Star-Ocean noch reingedrückt bekommen. Ist halt wieder echt, ja, naja. Noch 11 Mal arbeiten, dann habe ich einen Kurzurlaub und dann schaffe ich es bestimmt mal irgendwas zu spielen. Und dabei bin ich noch nicht mal bei den schweren Sachen angekommen. Ejo. Deswegen bin ich verlangsamt. Männertag. Dass ich da mal arbeiten bin, ist dir schon klar, ne? Also ich nehme ja auch wieder 1. Mai und so wieder ganz toll mit. Nicht, dass ich das unbedingt will, es ergibt sich halt wie immer, ne? Ja, ja. Ah nein. Ah nein. Kord wird das hier aber nicht, ey. Das doppelte Geld könnten sie sich aber gerne sonst wohin stecken. Das ist ja alles schön und gut, ne? Aber ich hätte gerne einfach frei, weil auf der Arbeit wird sich nichts tun. Es ist kompletter Schwachsinn. Hey, hey, hey. Na, geht doch. Mein Gott, ich stelle immer einen neuen Rekord hier auf. Ist ja. Ja, deswegen sage ich ja, glücklicherweise halt 11 Tage noch arbeiten, alles früh und nach, nicht früh, Spätschichten und Nachtschichten. Also die, die ich zumindest in gewisser Weise bevorzuge. Und dann hat sich das erstmal, dann habe ich 18 Tage am Stück mal frei. Dich zwar gerne einsam, nee, du bist nicht der Letzte. Nimm dich doch ein. Na! Das kann ich aber besser. Ja, wie gesagt, eigentlich sollte in dieser Zeit heute Lorn zu mir kommen, aber das, naja, hat sich ja erledigt. Das heißt, in der Zeit werde ich höchstwahrscheinlich haufenweise Zeug LPen oder was auch immer machen und dann war's das. Was ja auch nicht unbedingt schlecht ist, sag ich jetzt mal. Aber vor allen Dingen einfach, ne, der Punkt ist einfach frei, einfach mal nicht den Laden da ansehen. Ist schon eine gute Sache. Und was LP an? Ja,
mach dann halt nur das, was auf dem Kanal läuft. Plus, ich habe eigentlich. Ich plane ein kleines Geheimnis einfach aufzunehmen, bis es fertig ist und dann hochzuladen, aber das dauert dann halt noch. Insofern sage ich da mal nichts zu. Ups. Ah ja, CP sammeln mit Kiryu wäre auch gar nicht so schlecht. Guten Abend, Yuna. Ich muss schneller sein. Ja, jetzt kommt das hier an. Ja, ja. Nicht yeah! Doppel nicht yeah! Ja, aber mir ist alles ganz okay und bei dir. Und den Kids. Und sowieso. Yeah. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Nicht entspannt genug. Oh, das Ei. Rückfall von der Halsentzündung ist nicht gut. Ist nicht schön. Hast du dir vorgestellt, mit deiner Zeit anzufangen? Oh, oh. Ah, okay. Ja, okay. Vielleicht. Heyo. Na, hoffentlich, dass es nicht was Ernstes bleibt, weil das wäre nicht gut. Ein bisschen Schatten finden, meine. Sind sensibel, was Licht angeht. Okay. Klingt ja grundsätzlich nicht verkehrt. Vor allem der Teil mit seelischer Gesundheit ist ja immer wichtig. Das ist schon dumm. Ich drück mal den Daumen, dass es nichts Ernstes ist. Au. So doof. Zeit. Also wenn es kein Essenslieferant wäre, kommt bei mir keiner rein. Jetzt aber. Ja. Oh. Höchstgeschwindigkeit erreicht. Nice. Ist ja klar. Ganz weit weg von dem Stach. Ganz weit weg. Boy.
Ja. Dein Zeitmanagement war beschissen. Du brauchst gar nicht versuchen, das so auch zu sagen. Das ist ein guter Mad Eagle. B für Boss. Achso, ja gut, okay. Der Teil war in Ordnung, zugegeben. Aha. Guten Tag, Sonic. Yeah. 30% fertig. Big Top Bedlam, New World Unlocked. Kommt, weil irgendwann alle Eier brauchen, aber. Ah, mal gucken. Mal gucken. Das soll ich einfach nur 5 Levels machen müsste, um dann da weiterzumachen, aber. Okay. Stuntman! Falls das noch nicht klar ist, ist. Ja, der beste Weg, um Momentum aufzubauen, das ist Hügel runterzurollen, was du nicht sagst. Gebe zu, ich habe für einen Moment gedacht, ha, das ist ein witziger Autoscroller oder so. Aber nein. Okay, ja gut. Oh, da hätte ich auch noch hochgeworfen. Oh mein Gott. Ich bin ja ehrlich. Ich bin ein alter Mann. Ich kann das manchmal gar nicht sehen, dass ich springen müsste. Also nicht schnell genug, bin ich ehrlich. Und dabei habe ich schon einen riesen Fernseher für sowas. Au. Aber macht immer noch 500% mehr Spaß als Dingens. Oh nein, zu früh gespuckt. Als Gex. Ist ja jetzt nur, weil du in die Zirkuswelt reinstartest, ne? Die grünen Hügel waren grün. Also auch bunt, aber halt nur grün. Na, ah, dem Nachbar sei verziehen. Je nach Inhalt des Pakets ist das eine gute Sache. Ah. Fuck. Meine familienfreundlicher Stream beendet. Nein! Das Eier. Aber wenn ich Eier liegen lasse, werde ich mit Eiern beworfen. Das sollte dir eigentlich gefallen, Koi. Eigentlich müsstest du sagen, dass all die Eier liegen. Ah.
Intro da allein in dem Level hier. Bei Protein verstehst du keinen Spaß, okay. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Eier da vernünftig kriegen. Ah. Mit Geschwindigkeit? Naja. Jahre Donkey Kong haben mich auf das hier vorbereitet. Aber auf den Teil nicht. Sag du mal, Blue Birdie. Oh, oder so. Besser. Ja. Naja, für Mega Man haben wir jetzt ein anderes Spiel gefunden, nur dass wir das wahrscheinlich heute nicht spielen. Reicht, dass ich einmal Geld ausgegeben habe für den Stream. Ich werde ja hier nicht bezahlt von euch. Goddammit. Ah, das war dann... Was dann das mit der Demo? Demo könnte man ja spielen, aber wie gesagt, ich werde ja nicht bezahlt. Das ist so halb auf Toys Mist gewachsen. Er hat es mir gezeigt und ich habe von mir aus gesagt, ich habe da irgendwie Bock drauf. Und es sind ja auch, wie gesagt, nur 50 Level, also... 10 davon, beziehungsweise 11 haben wir mittlerweile ja schon hinter uns, also... Ne. Oder so. Das ist richtig, die Patreons bezahlen mich, aber davon kaufe ich halt anderes Zeug, so wie halt hier Cult of the Lamp und so. Danke, ich heb mir Mühe mit dem Schießen. So viel zu jahrelanges Spielen von Donkey Kong hat mich trainiert. Ist allerdings auch lange her, dass ich Donkey Kong gespielt habe. Erst die Eier, dann das Vergnügen. Vogel einsammeln. Im besten Fall mich nicht grillen und alles ist gut. Yeah! Cirque du Ricochet. Wenn einer tatsächlich... Wow. Ich weiß, dass es ein Level... trophäentechnisch gibt, was erfordert, dass ich diese Dinger nicht treffe. Und ich glaube dann, dass es das hier. Aha. Total beknackt. Bla bla bla. Macht ihr was? Ja. Ja. So ist das halt. Blablabla.
Wenn man einen Ruf sich erarbeitet hat. Er mag schon Clowns. Habe ich gedacht, das wäre kein Trampolin. Ich habe keine Ahnung. Ah, nein. Ah, nein. Nein. Aha. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, Yuna. Es war schön, wieder von dir zu hören. Ja, alles klar. Warte auf die Todesfallen. Okay, ich will nicht nach oben. Easy. Ah, da war... Oh. Ah, die ganzen Neuer neben dem Ding, na egal. Ringmaster. Oh. Oh. Okay. Ja. Kein Vertrauen in mich, der Kerl, ey. Guckt jahrelang meine LPs, weiß genau, wozu ich fähig bin und kommt dann um die Ecke. Das Level könnte jetzt aber dauern. Mhm. Anständiger Sprung. Easy. Aber schönes Level. Oh.
Ah, nein! Das hat dich gerettet. Nein! Nein, also tatsächlich, die Eier sind lorfrei. Die Lore ist, dass wir eigentlich zur Therapie gegangen sind. Sonic muss leider einen Film drehen, deswegen müssen wir den Scheiß machen. Und dafür haben wir allerdings ein Infinite Leben Power-Up bekommen. Die offizielle Panic Porcupine Lore. Mist! Ja, Sonic, du drehst gerade in diesem Spiel. Also, im Zusammenhang des Spiels drehst du gerade den Sonic-Film. Also, während das hier passiert, bist du einen Film am Drehen. Deswegen muss ich deinen Scheiß hier ausbaden. Das müsste man jetzt überprüfen vom Veröffentlichungsdatum des Spiels hier. Das wurde nicht genannt. Eieiei. Wow. Ja, dasselbe bei mir. Nicht alles, aber ein paar Folgen. War in Ordnung. Hatte kein Schnippchen gegenüber Sonic Underground, aber war in Ordnung. Habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber witzigerweise soll der ja gut sein. Ganz gechillter Sprung und bam, geht auf. Construction Zone. Aber erstmal Teetering Tortoise. Naja, wie gesagt, der Sonic Boom. Der Sonic Boom Anime als solcher soll ja wirklich gut sein. Mit gut geschriebenen Dialogen erstaunlicherweise und so weiter und so fort. Also, ich glaube, da kann man keine Depression haben. Wenn, aber ne, das Spiel ist natürlich wieder ein anderes. Oh nein. Bleibt diese blöde Plattform.
Große Freude, dass ich hier ein zweites Mal auf dieser Plattform bleiben muss. Jawohl, ja. Nein, 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 komm schon, Komi, du kannst das, du kannst schon, hast schon Sprünge wie die hier gemacht in Sonic. Nee, in Mario World, so, nicht in Sonic. Nein, oh mein Gott. Naja, zum einen, weil ich meine Wii U wieder auskramen müsste. Das ist mal wieder das eine große Problem. Das andere ist, dann müsste ich es anschließen. Und ob das dann noch so gut aussieht hintenrum, ich weiß ja nicht. Rick. Außerdem ist dieses Jahr immer noch Komi macht, was Komi will. Definitiv nicht Sonic Boom. Und war das dieses Jahr? Haben wir dieses Jahr Sonic Dingenskirchens gespielt? Frontiers? Wir haben das Sonic... Oh Gott. Oh mein Gott. Wir haben unser Sonic-Pensum jedenfalls dieses Jahr schon erfüllt. Fühlt sich an wie dieses Jahr. Aber dafür haben wir ja jetzt das hier. Ist ja quasi Sonic. Quasi. Ja, auf dem Kanal ja, aber das heißt dann halt leider nichts. Oh man. Kann ich wieder zurück ins letzte Level? Das war einfacher. Netter. Obwohl das immer noch nicht schwer ist, ist nur Unfähigkeit meinerseits. Oh mein Gott. Ah. Ah. Langsam beschleicht mich dieses Gefühl, dass dieser Zirkus nicht sicher wäre für Leute zum Angucken. Mhm. Nur so ein Gefühl. Ah. Nein, warum bin ich gesprungen? Nein. Warum was? Was? Nein. Du meinst Boom? Boom gibt's auf. Nein, Boom gibt's nicht für Steam, oder? Nein. Oh nein. Okay, auf ein neues. Nein, 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 nein,
Muss nicht sein. Es ist super nett, aber nein. Der Hinweis so, hey, wenn du eine Pussy bist, ne, dann kannst du auch das Level abbrechen. Moment, warum sind die Eier da? What? Die Eierplatzierung ist sehr unschön. Tot. Das ist jetzt sowas von als tot. Ich hasse diese vier Eier. Der Rest geht einigermaßen. Diese Eier sind keine guten Eier. Nein! Ich weiß nicht warum, aber mein Abbruchknopf ist kaputt. Genau. No. Nicht, was ich mir da gerade gedacht habe. Aber es war nichts Schlaues. Ja, so ein Mittelding. Ja, das Spiel weist halt sehr wenig Checkpoints auf, in der Tat. Aber gut, die Level sind ja in der Theorie eine Minute lang oder sowas. Bisher so im Durchschnitt. Kann zwar noch schlimmer werden, aber. Fuck. Ich hab Checkpoints. Was für Checkpoints? Ja,
Das richtige Bounce-Gefühl hat sich noch nicht eingestellt. Aber man sollte meinen, irgendwann käme das mal so von vornherein, aber nein. Ich warte eigentlich auf so einen Troll, der hier mal wieder reinkommt und dann, ja, hier, ich kann das ganze Spiel ohne zu sterben und während ich, weiß ich nicht, deine Mutter befriedige oder was weiß ich nicht, irgend so ein Quatsch. Bestimmt auch wieder so einen irgendwann mal. Ja. Nein, ich mach's immer wieder. Gut, der nächste One Speedrunner, das war cool. Also, der war ja legit sogar mit Namen und also zumindest dem Namen nach, ne? Aber ich hatte ja auch mal einen von damals, als wir die Hollow Knight Arena Kacke da gemacht haben, die wir dann zuletzt gescheatet haben. Ah, von wegen. Er macht alles, no hit und bla bla. Ja, ja, cool. Nein, ja, nein, ja, nein. Ah. Nein. Ah ja, easy, easy, easy. Ah, ja, nein! Why? Puh, 41, also wow. War doch einfach. Oh mein Gott, 13 Vögel? Erstmal komplett rückwärts wieder, sehr gut. Ja, sieht so aus, als wäre das letzte. Gut, fein. Oh yeah, Flipper. Sehr gut. Ich liebe mir ein wenig Flipper. Oh nein, oh nein, oh ja, oh ja. Ihr wolltet ja Sonic Spinball haben, ne? Das hier ist quasi Sonic Spinball. Bei mir zusehen. Ist
Ist ja nicht so, als würde ich Sonic Spinball nicht kennen. Man. Muss da auch noch hoch mit der Kanone, young man. Pinball. Pinball denied. Es ist keine Parodie. Sonic ist halt gerade nicht da. Ja, also für 8 Euro kann ich gerade nicht meckern. Wir sind erst in Level 9 und, nee, 19 von 50. Also da haben wir noch ein bisschen was von. Ja, schade, dass es in diesem Yakuza, wo man ständig mit RNG zu arbeiten hat, nicht auch noch Pinball gibt. Dann wäre gekommen, hier, mach einen Hauptgewinn von 30 Millionen innerhalb von 5 Sekunden. Mit einem Ball, mit einem Auge blind. Also so sehr ich auch meine Yakuza-Spiele mag, ne, aber die... Also manche Anforderungen da, das ist schon heftig irgendwie. Wie bekomme ich dich da? Gar nicht. So jedenfalls nicht. Ja. Und weg hier. Nicht gut. Und nochmal. Das ist es halt und dementsprechend bin ich sehr froh, dass da kein Pinball drin ist, weil das dann nochmal ein paar Jahre dauern würde, nur irgendwas zu machen. Boah. 4 Minuten ist schon heftig. B steht für Boss. Krass. Okay. Das, das hat so ein bisschen was von meinem schlimmsten Albtraum. Ist so, wenn du nachts deine Augen zumachst, was siehst du? Und dann sagst du so, Eier und Clownsköpfe und Kreissägen.
will doch nur die Eier haben. Hier hat Eier gesagt. Nein! Okay, jetzt nur noch dieses eine. Was war das? Pink, lila. Aha! Das letzte Federvieh. Doch, kommt, aber du wirst für meine Screams nicht auch noch einen Titel mitmachen müssen. Ich meine, wäre cool, aber muss nicht sein. Passt. Alles fertig. Ich könnte jetzt nochmal da reingehen und gucken, was passiert, wenn ich eine Welt vervollständige, aber naja. Construction. Mit voll motiviert in die Kettensäge rein. Aber selbst wenn es kommt, dann dauert das sehr, 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 sehr lange. Also mach dir da mal keinen Kopf. Erstmal Star Ocean, Metroid, dann gucken wir mal weiter. Nein! Witzigerweise sind die ersten drei Videos von Star Ocean vom Titelbild her ganz hübsch, weil es zufällig Cutscenes erwischt hat noch. Aber so viele gibt es in dem Spiel nicht. Ganz witzig. Mist. Alles gut. Wo waren jetzt die restlichen 26 Eier? What? Ich bin arg verwirrt. Kann man ja sehen, wie man will. Theoretisch hast du nichts verpasst oder schon. Man mag. Ich mag die Musik in den Leveln hier sehr industriell. Industrial. Wow.
Wow. Scheinbar habe ich das geheime Elite-Level verpasst. Faszinierend. Oh, ist das so ein Ding, auf dem ich rollen kann? Ich glaube ja. Aber nicht in der Geschwindigkeit. Messe oder das für mich malen. Wie gesagt, also wenn es dir zu viel ist, ich kann das auch an andere Leute abtreten. So ist halt nicht. Naja, gefallen mir gar nicht. Ach, das wird schon okay sein, die Messe. Sie. Oh Gott. Okay. Alles für die Eier. Wo ich den restlichen Level nicht mal kenne und wahrscheinlich wieder drauf gehe. Oh nein. Oh nein. Ich meine, den Typen treffen wäre doch schon mal ganz cool, ne? So ist das ja nicht. Danke, Kommi, weil ich am Stream bin und das zur Entspannung beiträgt? Fragezeichen. Mist. Als Birdie ist doch cool. Mach Fotos. Bring mir was Schönes mit. Gib dir auch Geld. Papa gibt dir auch Taschengeld. So, jetzt aber easy peasy hier. Garnik ist nicht sonderlich schwierig. Sehr. Ja klar. Vorausgesetzt, du findest was. Keine Ahnung. Du sollst sie aufmuntern, Mio, nicht noch mehr in die soziale Anxiety reindrücken mit dem Finger. Hallo? Oh Gott. Okay. Ach, die Cosplayer sollen sich alle nicht so anstellen. Ihr lebt alle unter einem Dach. Ihr habt alle Spaß. Ihr wollt nur... Ist. Manche wollen gut aussehen, manche wollen sexy aussehen. Whatever.
Ich habe gesagt, du sollst unbedingt ein sexy Bild von mir machen. Wo ich rumknutsche mit einem Stachelschwein. Genau, genau. Das muss ja mit Inhalt gefüllt werden irgendwie. Könnte ich jetzt mal bitte diesen Sprung schaffen? Oh Gott, ey. Schlecht, sehr schlechte Lebensentscheidung getroffen. Heißt es, ist auch ein Kostüm mit Flügeln oder ohne die Flügel? Oh, eigentlich nur zurücklaufen und springen. Oh Gott. Ah, okay. Gar kein Problem. Ja, ja, ja. I came in like a wrecking ball. No. Oh, wow, die meinen das ernsthaft. Okay. Ah, yeah. Richtung, aber yay, yay, yay. Na, ich dachte, ich bin eh tot. Nein! Oh nein. Ja, ich bin auch überrascht, wie viel die hier reingesteckt haben. Ne? Der Trailer war ja ganz witzig, aber es sah ja nach nicht viel aus, in Anführungszeichen, aber... Ah. Ja, Sauerei, ne? Und das Schlimmste daran ist, ich habe auch noch Spaß. Git. Wir haben noch... Naja, die Hälfte der Level tatsächlich. Yeah.
Kommt noch, nehme ich an. Wie gesagt, Hälfte der Level. Nax, haben wir ja noch. Der gerade mal zur Hälfte durch. Mit haben wir es eigentlich. Stunde, nicht schlecht. Immer zu gierig. Immer zu gierig. Das stimmt allerdings. Hat ja auch Super Meat Boy nicht davor weggeschreckt. Wäre trotzdem ganz froh, wenn ich jetzt so langsam wieder was Neues sehen würde. Wenn ich mich nicht um die Eier kümmern würde, wären wir wahrscheinlich schon längst weiter. Ich wollte übrigens mal so ein bisschen reinzugrätschen, während ich hier 2 Millionen Mal dasselbe mache. Selber die Faith Trinity Sachen mal auf den Kanal bringen, so ein bisschen Horror. Weiß nicht, wie ihr da Bock drauf hättet, aber... Oder ob das Spiel überhaupt bekannt ist bei euch. Faith. Glauben. Ist so ein richtig analog aussehendes altes, also auf alt machendes Horrorspiel. Was ich tatsächlich im allergröbsten Sinne ist das wie Silent Hill. Ich persönlich find's tatsächlich gruselig. Also wird es der Horror für Nikita sein. Schätze ich mal. Ja, guck, der Sonic, der kennt da. Der ist hier mein Mann. Also wird er dabei. Okay. Mal gucken, ob das vor dem nächsten Stream in... Mist! Dieses doofen Eier da. Ich find's gruseliger als Silent Hill. Aber müsst ihr gucken. Also nur wenn ihr Bock habt, aber dann würde ich das mal machen. Shut up Memories. Ja, habe ich aber nicht. Und das finde ich spielerisch tatsächlich echt schlecht. Eigentlich. Mit den... Wobei, der psychologische Test ist ganz witzig da drin. Ach, geht doch. Ja, es ist gruseliger als Papsi. Nur den Sprung nicht verkacken. Wollte ich nicht vorher sagen. In der Theorie aufgreifen, dass du ein Horrorspiel bei mir gesehen hast, kann ich nicht versprechen, dass das nicht passiert. Ah ja, das Mortal ist, das finde ich... Wow.
Oh mein Gott. Das ist ein super einfaches Level, aber... Hör mal! Man. Man. Kennt durch das so halb, ja. Aber ich glaube, davon gibt es jetzt schon wieder mehr als eins. Also weiß ich nicht, welches ich kenne. Man! Und Little Witch Nobeta ist ein super merkwürdiges Souls-like. Haunted Hill! Dann haben wir jetzt genau 25 Level hinter uns. 10, 20, 30, 60. Das sind 60 Level dann sogar. Ich wurde angelogen. Na, da. Ein paar mehr, ein paar weniger. 59 Level. Na gut, fein. Ernsthaft? Slender der Arrival? Oh nein. Oh nein. Mechanik macht mir Sorgen. Große Sorgen. Echt normaler Sprung? Ah! Ja, das Spiel ist nicht gut, richtig. Da war ich selber schuld. Tut umso mehr weh, weil ich selber schuld war. Achso, hier sind Challenge. Challenge! Ist nervig. Zählt jetzt alles so die Horrorspiele, auf die ich furchtbar finde. Also ich meine, Quarry war auch das, was Panda ganz gut findet und so, aber nee. Das gucke ich mir nur an und denke mir, nee. Spiel im Zement, Spiel im Zement. Mittlerweile ist für viele einfach Horror immer dieses leicht visual novige und... Oh Mann. Moment, Moment. Jetzt gehe ich zuerst da lang. What the fuck wollen die noch von mir? Ich hasse Haunted Dorn, das ist auch nicht gruselig. Ich höre. Hier kann ich zu Diensten sein, Liam. Schäle den Challenge nicht.
Warte, ernsthaft, dass ich dieses blöde kleine Pinüppel treffe? Das versucht ja kein Horror zu sein, das ist ja was anderes. Das ist nicht mal hundertprozentig treffsicher. Ich weiß nicht mal, warum ich mich jetzt so dumm anstelle, dieses Ding da zu treffen, aber hey, ich stelle mich jetzt dumm an, dieses Ding zu treffen und ich fühle mich dabei gut. Nein. Pferdelied, Pferdelied. Jetzt einfach nur super einfache Präzisionssprünge durch Kettensägen. Oh mein Gott. Wow. Ich hasse dieses Level. Ich hasse dieses Level. Mach das, was ich da gezeigt hätte, das... was unter Umständen sehr Secret of Mana mäßig ist. Na, warum nicht? Ja, ich hasse dich trotzdem, Level. Hast du dich? Wo man diesmal sagen muss, die Eier sind ja nicht mal das Hauptproblem. Das ist der Run. Obwohl, die linke Herausforderung ist ja genauso scheiße, also hey, das ist nicht der Run. Woo! Zone. Shoot 'em up. Es war der Run, ja. Au. Okay. Um.
Ich verstehe die ganze Logik dahinter nicht so ganz, aber... Lauf, Stachelschwein! Das hier nervt ein bisschen, weil ich gefühlt immer erst langsam machen muss, um das Ei zu holen, aber gut. Okay. Spiele gibt es noch ein paar andere. Ne? Es gibt auch noch hier Obscure 1 und 2, wobei ich kenne persönlich nur 1. Hunting Grounds habe ich hier, aber das ist so ein Spiel, da muss man echt Bock drauf haben. Aber wie gesagt, Faith hatte ich halt mal Lust drauf, das könnten wir dann irgendwann mal machen. Nein. Oh, ja. So. Wo ist das da links alles? Aber ich sonst nicht genügend Geschwindigkeit drauf kriege vielleicht? Ah. Oh, yay, Siren. Project Zero bin ich auch kein Fan von, leider. Weil die schon wieder viel zu sehr in diese Richtung gehen. Kämpf. Jetzt sind wir glatt mich mit dem Messer ausrüsten und sagen, kämpf jetzt. Töte den Geist. Ja, schwache Mädchen mit einer magischen Kamera. Und dann hast du die Typen, das sind dann auch schwache Typen mit einer Kamera. Also im besten Fall, wenn sie gar nichts haben, dann sind sie nur schwache Typen, / Mädchen, die in dieser Welt da gar nichts verloren haben, weil sie halt draufgehen werden. Ganz einfach. Ach man. Taschenlampe. Die gute alte Taschenlampe. Ich hab langsam genug von Construction und würde gerne was anderes sehen, bin ich ja ehrlich. Aber kriegen wir hin.
Eigentlich will ich Angsthorror haben, weil ich Schreckhorror total daneben finde. Da muss nicht mal was sein. Ich will nur eine Atmosphäre haben, die mir Angst macht. Mindestens Unwohlsein. Ah, na. Na, da wäre ich halt dabei. Das, was ich halt haben will, ist dann auch eher psychologischer Horror. Ah nein, ich hätte erst nach rechts gemusst. Na gut, na schön, na fein, dann halt nochmal. Easy. Easy. Easy, easy, easy. Müsstest du mir allerdings tatsächlich sagen, was für ein Horror das bei Blair Witch ist, weil ich mich nicht erinnere. Also beim Film, ja, das ist okay. Düstere Atmosphäre und so, kann ich mit leben. Beim Spiel wüsste ich es jetzt nicht. Also je nachdem, worüber wir reden, müsstest du mir jetzt erklären, wie die Atmosphäre da so ist. Ja, Outlast haben wir ja gestreamt, weil er existierte, sagen wir es mal so. Du bist auch zu lieb für diese Welt, Sonic, deswegen kann ich verstehen, dass du keinen Horror magst. Ich weiß nicht, warum ich hier für immer mindestens 2 Versuche brauche, wenn ich es nicht dann wieder verkacke. Ah. Ja, ne, eigentlich ja, weil man sich freiwillig in eine Szenerie begibt, die man im echten Leben ja hoffentlich niemals so erleben wird. Und das aus Spaß halt, ne? Level 27. Nee, nee, nee. Gerda, she wrote. Oh mein Gott. Bye. Weiß nicht, was ich erwartet habe. Mich auf so ein kippendes Ding begebe und einfach nichts mache außer laufen, aber. Moment. Was denn? Ah. Ein verstecktes Zementei. Ich fass es nicht. Yeah. Oh mein Gott. Meh. Gut, linke Seite haben wir zumindest jetzt mal gesehen. Was haben wir hier so? Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe die Level gefunden, die mir hier große Schwierigkeiten bereiten werden. Und das sind solche hier. Weil das so merkwürdig pixelgenau rüberkommt, das gefällt mir gar nicht.
Oh nein. Ich bin ja ehrlich, ich mache mir schon so ein bisschen Sorgen, was mich in den anderen Welten jetzt so erwartet, wenn ich mir das hier so angucke. Wir müssen es ja irgendwie toppen, nehme ich an. Allerdings nur der Versuch, ob ich da vielleicht durch kann, aber nein. Ich finde das nicht gut. Nein, 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 nein. Vielleicht die rechte Seite erstmal üben. Warum ist der Ausgang auf dieser Seite so viel einfacher? Was stimmt mit denen nicht? Und wo habe ich jetzt 3 Eier übersehen? Naja. Fragen, die ich mir irgendwann ein andermal stellen werde. Aber ich habe nur gelesen, Mio, so dein Zähler geht jetzt richtig schön hoch. Ich so, ne. Da habe ich keinen Bock mehr drauf, niemals. Oh, Junge. So rum. Ah. Macht Sinn. Macht erstaunlich viel Sinn. Ich müsste halt mal gucken. Warum mache ich das jedes Mal? Naja, ist gewohnt. Ich müsste eigentlich mal gucken, ob es. Eine Trophäe oder irgendwas dafür gibt. Wo wir wieder bei dem Thema wären, ne? Trophäen, ja, nein, vielleicht. Das, was ich vorhatte, aber egal. Es müsste eigentlich kein Diskussionsstoff sein, aber Panda macht da immer einen raus, weil er meint, mich und Temu damit ärgern zu können. Okay, definitiv mehr Geschwindigkeit, um dann
Ja. Wie gesagt, eigentlich ist das in dem Fall halt tatsächlich nur Temu und Komi mögen Trophäen, lol. Ich ärgere sie mal. Unten. Weiß nicht, ob das hilft. Ich meine, ich werde, glaube ich, minimal schneller, oder? Ah. Ich finde jetzt da ein Hühnchen. Nein. Naja. Jetzt muss ich ja eh wieder da hoch. Na toll. Aufstellen, Level, ey. Dasselbe wie immer, Nikita. Magst irgendwas und dann ist immer so, Ja gut, aber guck, die Frage wäre ja, Mio, zum Beispiel, wenn ein Metroidvania jetzt die Trophäen bietet, à la... Du musst alles schaffen, aber du musst das Spiel dann auch auf jedem Schwierigkeitsgrad nochmal spielen, du musst es... mit jedem Charakter spielen, du musst es No Death spielen, bla bla bla. Dann wären wir ja wieder bei dem Thema, ist es dann 100% schaffen oder ist es halt, ne, Trophäen? Oder in einer bestimmten Zeit, oh ja, das gibt's auch noch oft genug. Und hat man dann da noch Spaß dran? Okay, ich werde erstmal in diesem Level echt die Eier auslassen, ich... bin mir gerade nicht sicher, ob ich die gut hinkriege da. Oder um genau zu sein, ich kriege ja mit, dass ich sie nicht hinkriege. Ja. Ja, nein, und zurück. Oh, ne? Das ist richtig, Mio, genau so. Und dann ist aber immer die Aussage, ich und Temu machen das dann trotzdem, selbst wenn wir da keinen Spaß dran haben. Und das ist halt eigentlich gelogen. Aber das wird dann halt gesagt, damit wir uns, weiß nicht, schlecht fühlen, aufregen. Nein! Ah. Gut, ich kann die rechte Seite. Versuchen wir jetzt die linke zu überleben. Jawohl, ja. Ja, ja. Ja, ja. So. Der Teil ist easy. Ausgang? Gibt's hier überhaupt einen Ausgang? Ah, da ist er. Ah, toll.
Ich will jetzt doch nur wieder raus. Ah, nein. Ach so, von wegen, hier, Ma wird nur Final Fantasy spielen, etc. Ja, voilà, ey. Juckt ja keinen. Was stimmt nicht wegen Eldrand, dass ich das nur mache, wenn ich Spaß habe? Prinzipiell richtig, aber ich interessiere mich halt primär für PlayStation Achievements halt. Das ist halt einfach so. Ich gucke so selten bei Steam rein, dass mir das halt nichts nutzt, gibt, wie auch immer. Ich könnte die nachholen, ich weiß nicht mehr, was da war. Irgendwas von wegen benutzte Magie und ein bisschen Bogen oder irgendwas da. Halt quasi spielt das Spiel anders, als du es die ganze Zeit jetzt gemacht hast. Easy peasy, keine Todesgefahr mehr. Lag da über den Stachel. Na, da müssen wir mal gucken wegen den Eiern, aber puh. Ja, aber es hat funktioniert. Das ist das Wichtige. Die Switch ist halt. Die hat diesen. Mist. Die hat den Vorteil, dass man Portable spielt, aber irgendwie ist sie nicht leistungsfähig. Sie ist nicht auf Performance ausgelegt. Und das merkst du dann scheinbar jetzt zum Beispiel bei Bloodstained. Alles, was nicht von Nintendo kommt, hat so seine Probleme auf der Konsole. Ich kann hier so machen. Die restlichen Eier sind da. Warum sind die Bosse immer so einfach? Oh wow. Wenn ich aufpasse, fliege ich tatsächlich zu hoch, glaube ich. Gebremst.
Okay. Ja, da muss ich halt. Obwohl Koi eigentlich nur. Aua. Nur Nintendo-Hasser ist. Muss ich ihm halt recht geben, wie gesagt. Also alles, was nicht von Nintendo primär gemacht wurde. Muss man zumindest vorsichtig mit sein, was Switch angeht. Leider. Kann sehr gut laufen, kann sehr schlecht laufen. Alles dabei. Ist so eine wunderschöne gemischte Tüte. Die Gefahr erhöhen hier. Wenn ich eigentlich versuchen sollte, diese blöden Eier einzusammeln. Jawohl. Und jetzt noch die da und dann ist gut. War nicht schlecht. Performance abliefern? Ich glaube nicht. Bei Nintendo ist es eher... eher ein ist uns egal. Die Leute kaufen es ja eh. Wir sind... Gut, ursprünglich war es noch, wir sind die... Boah, nein. Wir sind die einzigen, die portablen Spaß anbieten. Jetzt gibt es ja eigentlich das Steam Deck noch dazu. Ich wünsche dir eine angenehme Nacht und viel Spaß dann. Bei der Messe. Falls man sich vorher nicht mehr hört. Nein! Mach das, ja. Und wenn du was tatsächlich was Schönes findest, frag mich ruhig. Ich schick dir auch Geld. Ich nehme diesen bösen Satz zurück von wegen, warum sind die Bosse immer einfach? Wobei. Grundsätzlich ist er immer noch einfach. Ich stelle mich nur wieder richtig dumm an. Ah, nein! Auf jeden Fall hat sich unser Fortschritt sehr verlangsamt. Eigentlich aus dem Ding kein Zweiparter machen, muss ich auch gestehen. Ich dachte so, ja, 50 Level klingt ja jetzt grundsätzlich nicht super schlimm. Oh.
Die Frage ist halt wirklich, wird die nächste Welt besser? Oder fangen sie irgendwie da an, die Gimmicks von dieser Welt in der anderen Welt nochmal mit reinzuwursteln? Weil manche werden ja übernommen. Aber ja, grundsätzlich drei Kreuze, wenn ich hiermit fertig bin. Erstmal. Und dann möchte ich einmal die Trophäenliste aufmachen, mal gucken. Was da jetzt noch war. Eine Mischung aus allen vorherigen würde ich halt bei den letzten 9 erwarten, tatsächlich. Quasi so ein Best of halt, ne? Ach, sehr gut. So. Ich wollte gerade sagen, wenn mich das jetzt umbringt, ne? Wehe dir, Level! Wehe dir! Ah, so. Geschwindigkeit. Oh, ich habe noch nicht stirb 500 Mal. Ich meine, gut, mein Todeszähler sehen wir ja tatsächlich live und in Farbe. 100%. Oh, das Spiel zu 100%. Da muss ich wahrscheinlich Dingenskirchens machen, da alle Eiermedaillen. Uiuiui. Siege den Sägen-Speedrun in unter 20 Sekunden. Sizzler. Reichweg. Witchworld. Haunted Hill. Nicht ist nicht radioaktiv oder sowas. Ich meine, in der Theorie fehlen ja bisher 8 Medaillen oder sowas. Oh, wow. Bin ich aber auch ganz genau reingesprungen. Okay, erkläre mir den Gedankengang, warum du als Angsthase neben einem Friedhof wohnen möchtest. Technisch gesehen richtig. Also, dass da keiner wohnen will, ist technisch gesehen richtig, ja. Oh, das war knapp. Oh, wow. Außer die Satanisten, die vielleicht so ein Ritual oder 3 abhalten wollen, ne? Falls das heutzutage noch in ist, ich weiß es ja nicht. Ah ja. Jetzt muss ich nur die 2 Eier berühren, ohne das Viech anzutatschen und nicht sterben. Hätte so einfach sein können, ne?
New Record. Oklahoma Lawn Tool Massacre. Okay. Ich glaube, das Level habe ich in dem Trailer gesehen, ich wollte Demo sagen, aber. Mein Gott, okay. Also wie man. Das auch, wie man da wirklich rüberkommen soll, gut, weiß ich noch nicht. Ergo lasse ich das erstmal hinter mir in Anführungszeichen. Achso, aber. Ist halt wie im ersten Level, da fehlen auch schon Eier, weil ich nicht wusste, wie man da drankommen soll. Nicht, weil ich sie nicht gesehen habe oder so, ne? Also, am Ende kommt es dann einfach hier so, weiß ich nicht, Doppelsprung oder so. Ja. Die 1000 Tode. Ich muss nur, und das ist theoretisch ein Muss, ich muss nur 500 Mal sterben. Upsa. Aber ich kann natürlich in der Hoffnung, dass mir die nochmal eine Trophäe geben, auch einfach nochmal öfter sterben, ne? Oh nein. Nein, 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 so einfach machen wir das nicht. Ich sterbe, weil ich sterbe. Da ich da oben die Eier nicht kriege, kann ich die wunderschön ignorieren. Leider. Oh boy. Ah, willkommen zurück, Mio. Von der Werbung. Jesus Christ. Nein! Also nichts würde ich jetzt nicht sagen. Wir sind immerhin mal ein bisschen weitergekommen und dann sind wir halt wieder gestorben. Das war ein echt langes Level, also wow. Und Sprungmechaniken.
Nein! Also Pluspunkt. Ich hasse diese Welt nicht mehr als... Oh, wow. Noch nicht mehr als die Construction Site, aber... Wir arbeiten dran. Ich weiß nicht, warum ich gedacht habe, ich könnte unten durchkommen. Das dritte Level von den Haunted Hills. Das musste ich aber auch überlegen. Also quasi Level 33, wenn man das so rechnen möchte. Nicht drüber nachgedacht, ich war so ich war so konzentriert auf die Plattform, nein! Ja, die Green Hill Zone oder The Greener Hills, irgendwie sowas, das war schon nett. Eigentlich will ich gar nicht... Eigentlich müsste ich mir die schöne Erinnerung behalten und ausmachen und sagen, ja, das war ein nettes Spiel. Ah, come on. Jetzt kriege ich den nicht mehr hin. Auf jeden Fall. Also es ist kein Vergleich zu Gexy.
Die ist tatsächlich zumindest nicht super penetrant. Also die ist schön im Hintergrund, die kann ich mir anhören, das ist okay. Diese Ketten, also entweder ist die Kettensäge gerade anders gepolt oder ich bin einfach nur dumm. Beides möglich. Ein bisschen so, als wäre die nicht mehr. Und ich glaube, die ist nicht mehr, weil es gerade komplett anders aussah. Super. Doch, danke sehr. Ah, Kopfschau. Drauf reinfallen wie so ein Depp und alles ist gut. Einfach drüber. Jesus. What stuff? Ah ja, nice. Also grundsätzlich nichts Schweres, außer einfach nur, man muss einigermaßen zügig voll drankommen. Gut, gut, gut. Ich hätte gelacht, geweint. Also ja. Na, ja, komm mal. Was ist eins dieser Level? Oh wow. Rechts lang, links lang. Nein. Was kann Schöneres geben als Eier suchen unter dem Zeitdruck hier, ne? Okay.
Uff. Oh na. Diese 6 Eier sind schon mal mega furchtbar. Allein, dass da so viele Räder am Anfang sind, ne? Wenn das nicht wäre, wäre es schon ein Ticken einfacher. Denen geht's noch gut. Aber ich habe das Gefühl, ich werde das heute nicht fertig kriegen. Unter anderem wegen den Händen dann irgendwann mal. Nein, nein. Und weil es fast schon 11 ist, ja, das kommt dann auch noch dazu, ja. Hier ist es halt gerade so ein bisschen unter anderem immer gucken, ist er eingerollt? In welche Richtung musst du gerade drücken, damit dein Stachelschwein weiterrollt? Drücke ich falsch, verliert er das Momentum und ich falle definitiv in meinen Tod. Das ist so wie hier gerade, wir so. Oder ich spring zu hoch. Einfach nicht abspringen. Cool. Und die Eier machen es natürlich nicht besser, das ist klar, ne? Das ist bisher das schlimmste Level. Bei anderen weiß ich halt einfach nicht, wie ich an die Eier kommen soll. Während ich das Level überlebe, aber das hier ist wow. Na, das habe ich seitdem halt leider nicht mehr angefasst. Yeah.
nein, 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 gib mir die. Come on, ey. Warum? Nein, nein. Nein. Ah. Jenny. Und verkackt, weil die Sprunghöhe nicht passte. Jawoll, ja. Oh yeah. Ist das super. Ja gut, Checkpoints gibt's ja bisher eh nicht, also insofern, ne, ey. Ist ja nichts, was ich hier vermissen kann. Yeah.
jeden Fall ist das Level schlimmer als die bisherigen Endgegner, ja. Weil halt so schnell so viel aus den Fugen geraten kann, ne? Ja, da draußen hast du ein Motorrad, das ist schön für dich. Jetzt fahr oder halt die Fresse. Ah, ist auch schon scheiße, dass es wieder viel zu lange gedauert hat, da wegzukommen. Ah, nein, ey. Ja, dann danach wird's leichter, na klar. Den Kauf bereue ich nicht. Trotzdem ein scheiß Level. Ja, schlecht, dass dann zwei Erwin überlebt haben. Unsicher, jetzt passt da. €8 kostet das Spiel, also definitiv. Nein, nicht die Welt. Man darf sich tatsächlich ein paar Fehler erlauben, so ist nicht, aber ich erlaube mir dabei halt trotzdem immer noch zu viele Fehler und dann haben wir halt das Endergebnis da immer. Vor allen Dingen die Eier da, wenn ich die verpasse, ist schon wieder Kacke, weil das funktioniert nicht.
Was? Da zeige ich dir so ein schönes Spiel und du sagst, du kaufst dir das nicht. Das ist allerdings richtig. Obwohl ich nie davon ausgegangen bin, dass ich die 500 Tode am Ende grinden müsste. Ja, wow. Mahlzeit Maha. Tja, das tue ich wohl. Er funktioniert ja jetzt besser, wo Iron Jesus hier ist. Nein. Von mir. Ist zumindest besser, das ist zumindest besser. Läuft nicht ganz so gut. Was mache ich da? Nein. Was ich tatsächlich mal fragen muss, Maha, bist du da gerade am Cashen oder kriegst du tatsächlich so viele Dingenskirchen? Ich meine, ich habe da jetzt nur 4 Stunden investiert bisher, aber... Komm mal. Na, ja, Babyfish Cash. Okay. Also noch keine 200 Euro ausgegeben, das ist doch schon mal etwas. Nein! Ich hasse dieses Level, okay. Das ist offiziell, ich hasse dieses Level. Yeah. Die Antwort ist nein, braucht man nicht. Aber dasselbe müsste man über DLCs fragen. Braucht man unbedingt DLCs im Videospielen, damit sie überhaupt gut werden oder was?
Ich hätte halt nur einfach gerne Mars RNG. Mehr ist das nicht. Warum? Ja, unter anderem die Fox Lady, aber eigentlich logischerweise mehr Seele. Seele finde ich cool, aber ich habe da jetzt ein paar Dinger drin. Hab weder einen Fünfer in, also bei Seele zumindest, gab noch Seele selber. Aber wie gesagt, ich habe ja auch noch nicht viel gespielt, also. Wenn ich mir eigentlich für Konsole aufheben wollen würde, falls das denn dann mal irgendwann kommt. Es spielt sich aber ganz gut auf dem PC, so ist ja nicht. Das ist okay. Ja, ich will alle Ladies, die größer sind als 1,50, das ist richtig. Ja, das klingt wie ein Plan. Also zumindest einloggen habe ich heute auch nochmal eben. Ich meine, vielleicht spiele ich auch ein bisschen mehr, aber dann, ne? Ah, nein, aber die Sache ist halt, Konsole wäre mir lieber. Ich habe noch nicht mal das Ende des Levels bisher richtig gesehen. Ne? Das ist wow, das ist Wahnsinn. Ja, auch für die Trophies, das ist richtig. Das ist halt trotz allem Seele, hätte ich gerne, die gefiel mir schon ganz gut. Die hat jetzt so ein bisschen den Ganju-Faktor in Anführungszeichen. Nicht, dass das wirklich wichtig wäre, weil. Ah nein. Ist ja nur ein Spiel. Aber naja. Gleichzeitig weiß ich eh noch nicht, was ich für irgendwas benutzen muss, weil ich im Endeffekt noch nicht einmal mit meinem eigenen Team gespielt habe. Das ist richtig. Aber damit meinte ich auch nur, ich hatte halt damals, wo ich Genshin angefangen hatte, also dann selber wirklich richtig, nicht wo ich einmal reingeguckt habe und gesagt habe, keine Lust auf Breath of the Wild für Arme. Hab dann gesagt, Ganju ist die eine, die ich haben will. Die habe ich dann bekommen. Irgendwann und dann war gut. Der Rest war dann immer nur so. Zusatz sozusagen. Aber von allen, die ich jetzt so gesehen habe, hätte ich halt gerne die. Ja, grundsätzlich, wie gesagt, bin ich auch glücklich damit. Es ist ein Rollenspiel. Es ist rundenbasierend. Was ich ja immer so ein bisschen vermisse mittlerweile.
Aber naja. Man muss sich nicht mal entscheiden, wen man anguckt, weil ich nicht da sein werde. Ich arbeiten darf. Darf. August. Achso, Dingensgegens. Sea of Stars. Wahrscheinlich kriege ich zum selben Zeitpunkt dann irgendwann mal Chained Echoes. Meine bestellte Version da. Ja, wer hat das noch nicht geschafft? Aus, ne, nur ich, weil ich das blöde Spiel einfach nicht habe, weil ich es physisch bestellt habe. Gott, ist es. Ich gebe ja zumindest zu, wenn man jetzt aus dem Fenster guckt, sieht man meinen Spielspaß da wegfliegen, ey. Gott. Ich hasse LPs, die blind sind. Also, die zu machen, wohl bemerkt. Je nach Spiel. Weil du dann... Ich meine, das ist halt sehr logisch, aber wenn du nicht weißt, was dich erwartet, kannst du auch nicht alles zeigen. Und ich zeige eigentlich ganz gerne alles. Nein, diese... Ja, aber wenn ich ein LP blind machen würde, dann würde ich halt keine Guides benutzen, logisch. Das wäre dann zwar ein echtes blind LP, aber dann muss man damit leben, dass ich halt nicht alles zeigen kann. Bei einem Blind-LP würde ich dann allergisch reagieren, wenn mir jemand schreibt, hey, da und da findest du dies und das. Ah. Ja. Da ist dann, wie kann ich was stehlen, weil ich das dann trotzdem vergesse. Ne? Nach all der Zeit... Wenn ich dann zum Beispiel auch schon wieder... Also, nichts gegen die Kommentare als solches, ne? Aber wenn man sich darauf einlässt, dass das Spiel blind ist, dann muss man damit leben, dass einem das Spiel auch nicht sagt, wo man hingehen soll.
unbedingt. Aber das ist halt meine Meinung. Muss ja jeder selber wissen, wie er das machen möchte. Na, ich weiß ja nicht. Na, genau das ist halt. Das Problem ist halt. Und da bleibe ich bei, wenn man etwas blind macht, ist das ja schön und gut. Aber dann ist fast schon jeder Tipp ist ja wieder entblind, ne? Alle, die gucken, weil sie das Spiel kennen. Und dann erwarten, dass ich alles finde, zum Beispiel, wäre halt schlecht. Ich hätte Klein Bernd da rumirren lassen. Also ist richtig, wenn er blind steht, keine Tipps und dann passt das für gewöhnlich zumindest. Ach. Okay.
Was war das? Erstaunlicherweise werde ich besser, aber trotzdem finde ich das Level scheiße. Wo ist das letzte Ei? What the fuck? Wo? Was? Ah! Wo hab ich das letzte Ei verpasst, Koi? What the fuck? Ganz rechts oben. What? Naja, technisch gesehen habe ich es geschafft. Praktisch gesehen brauchen wir halt alle Eier, ne? Oder beziehungsweise, jetzt nachdem ich mir so viel Mühe mit dem Level gegeben habe, gehe ich nicht ohne alle Eier. Letzten Kreis, wenn ich noch 10 musst du nach rechts. Okay. Merkwürdiger Anfang, nicht gut. Haben wir aber sehr schnell geschrieben, wenn das ab morgen im Handel ist, aber.
Oh mein Gott, ich sehe, was du meinst. Ich sehe, was du meinst. Ach du Scheiße. Sein fantastisches Ei. Alter. Okay. Was auch nicht. Ist ja immer der Witz dabei. Das ist allerdings auch richtig. Das ist gerade ein sehr schönes Gefühl, zu wissen, dass hier keine Lava kommt. Oh, wow. Nicht gut. Und ja, das Level habe ich nur angemacht, weil ich gesehen habe, es sind nur 9 Eier. Da dachte ich, probieren wir es mal. Plus für gewöhnlich ist entweder 5 oder 6 das komische Super-Gimmick-Level. Nicht wahr? Eine prima Idee gewesen. Oh, wow. Ticken zu früh. Ah, nein. Ich bin an dem einen Ei vorbeigesprungen, oder? Ja, das bin ich. Ja. Okay, einfaches Level, kriegen wir hin. Das ist so viel besser als das Lava-Level gerade, ohne Witz. Mehr Fallen sind voll okay. Das hast du aber auch nur so gesagt, nach dem Motto, komm, beruhigen wir den armen Kolmi mal. Oder hast du dir wieder, während ich das hier mache, was anderes angeguckt? Ist mir wieder fremd gegangen, um mir zu sagen, dass es einfacher wird. Ja, Nikita hat einfach nicht zugeguckt, das ist auch in Ordnung. Das ist was komplett anderes.
Und abgesehen davon, dass ja sehr viel davon immer dasselbe dann ist, wie ich es dann mal packe. Oh man. Ihr solltet eh alle herkommen. All die guten Zockerabenden, die wir verbringen könnten. Mist. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Also in solchen Spielen hier, ne? Da finde ich Blind okay zum Beispiel. Hast du 5000 Euro Miete? So in Köln, ja, okay, wow. Kommt zwar auf die Größe an, ob das gerechtfertigt ist, aber wow. Ah, du, wenn du mal Bock hast, klar. Kann ich dir Connor sogar noch vorstellen. Falls beide dran interessiert sind. So früh. Ja, jetzt nur noch halt die nächsten zwei Wochen da und dann einmal und den anderen Urlaub bin ich mal ausnahmsweise tatsächlich im Ausland. Seit 2008 das erste Mal. Da freue ich mich tatsächlich schon drauf. Da gibt es dann entweder keine LPs oder ich habe bis dahin eine Menge so im Hintergrund hochgeladen. Mal gucken. Müssen wir mal planen dann. Natürlich jetzt nicht alles hier live streamen, aber grundsätzlich. Alles kein Thema. Ah, ernsthaft. Wenn es danach geht, werde ich ein Grieche, ja. Aber es ist halt wirklich so, das letzte Mal im Urlaub gewesen, das war 2008 nach meinem Abitur. Genauso gute und schlechte Erinnerungen. Nur wegen den Gyros. Maybe. Witzigerweise hat damals, als ich in Urlaub bin, meine Ex-Ex in dem Fall mich betrogen, als ich im Urlaub war. Oh man. Oh.
Sowieso wurde ich beziehungstechnisch immer nur betrogen, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Naja. Seine Wohnung hat ihn gefunden. Sie hat ihn adoptiert. Einfach nur noch mal bis zum Ende kommen. Das war ein Autoscroller. Bis zur Dreckpfütze, die ich dann halt zu spät realisiert habe. Und dann hätten wir das Level auch in trockenen Tüchern. Also quasi in 2 Jahren. Aber es ist auch eine interessante Maßeinheit nach 2 Weihnachten. So. Autoscroller, Autoscroller, zack. Und jetzt in den Stachel rein. Gucken wir mal 5 an. Will ich wissen, entweder vielleicht ist auch 5 das Spaßlevel. Ah ja, 5 ist das Spaßlevel. Oh mein Gott. Oh Lord. Oh, offensichtliche Stacheln sind offensichtlich und tödlich, ja. Macht Sinn. Das Level eigentlich tatsächlich echt gut, aber das war gerade gemein. Also es ist immer noch deutlich angenehmer als Lava Land. Also mit Abstand angenehmer als Lava Land. Ups. Thank you.
Ah, ich häng. Irgendwie hänge ich jetzt tatsächlich im Schleim fest. Warum auch immer. Na, das Level hier machen wir noch und ich denke, dann haben wir uns, also ich, mir eine Pause verdient. Eventuell mache ich morgen nochmal, weil ich halt zumindest morgen noch Zeit habe und keiner was mit mir anfangen möchte. Sag ich also jetzt schon mal. Morgen dann einfach den Rest hiervon wahrscheinlich. Dann morgen den offiziellen Road to Platin Part wahrscheinlich. Ob Platin machbar ist, ist nur schwierig. Dann leider die andere Konsequenz daraus. Okay, wie funktioniert das hier? Echt einfach rausgeworfen, was soll das denn? Na, Sonntag könnte ich ja eh nicht. Sonntag bin ich ja nicht, hier war Arbeit. Crushing the Feet. Ah, nein. Unter anderem das hier nochmal, ja. Aber wir sind gut dabei. Lass mich mal kurz gucken, das interessiert mich jetzt. Das machen wir noch on stream. Dürfte dabei nicht abkacken, passt. Ich finde es schön, dass ich aber belohnt werde, ne? Stirb 500 Mal, kriegt man Goldtrophäe und die ist ultra selten, weil noch niemand jemals so gestorben ist. Und es stimmt tatsächlich, 0,0% aller Spieler. Ah, ich bin fast versucht, das jetzt die ganze Nacht zu spielen. Ohne Witz. Sizzler, ohne auf einer Knochenplattform zu landen. Sizzler? Das war Sizzler. Und auf einer Knochenplattform zu landen. Die Eier.
damit bin ich der Top Panic Porcupine PlayStation Spieler. Mama, ich hab's geschafft. Das war für dich, Mama. Oh Mann, ey. Ist ein Witz, Nikita. Kannst ruhig mitmachen. Alles gut. Ah, ist das doof. Ich meine, ne, schließt du zu 100% ab, wird das schwierig zu sein. Das kommt noch automatisch. Endboss kommt. Das Spiel hat nie jemand durchgespielt, der das gestartet hat. Allein das finde ich schon krass. Siege den. Lass mal kurz gucken. Ich hatte den, glaube ich, auch mal einmal gegoogelt. Oder auch nicht. Zwar Speedway und Buzzsaw Blast. Hatten wir die Level schon? Ah. Das ist es jedenfalls nicht, das ist es nicht, Rule of Swords ist es auch nicht. Ah, Swords Speedway, 20 Sekunden. Okay, ja, machbar, machbar, kriegen wir hin. Kriegen wir hin, sagt er. Das war der wahre Speedrun. Ah, Knie geschossen. Okay, das hilft nicht. Ah, vielleicht zu halb. Ah, 23-1, okay. Hm. Wird besser. Das wäre gut gewesen. Wenn ich mich nicht selber unterbrochen hätte.
Ja, bei den Grünen verliere ich viel Zeit, da hast du recht. Da bin ich aber auch noch nicht ganz sicher, wie ich das Timing besser hinbekommen kann. Sagt er und macht das gute Timing. Die Grundidee sah gut aus, ne? Ja, fand ich auch. Schaffen wir es heute nochmal Doppel-Null zu werden? Das zweite Mal. Ah, wäre ich jetzt nicht abgeprallt. Schaffen wir auf jeden Fall. So gesehen eine Vierfach-Null, ja. Scheiße, ich habe überall Zeit verloren, aber der Ehrgeiz ist halt da. Es ist immer ärgerlich. Es ist immer der Ehrgeiz. Langsam. Da bin ich mir auch noch nicht sicher. Manchmal macht er das so, wie ich es gerne hätte, manchmal nicht. Ja, aber manchmal will er nicht. Aber der sieht man auch hin und wieder. Manchmal nimmt er auch einfach nicht genügend Speed tatsächlich auf. Au. Ich glaube, das liegt daran, dass ich einfach loslasse. Weil intuitiv, wenn ich sehe, dass er nach links rollt, drücke ich nach links, aber ich muss es einfach gedrückt halten. Ja. Nein! Das ist schon das ganze Geheimnis gewesen, na gut. Das ist das komische Momentum halt hier, sag ich ja. Welches lila Teil das am Ende da? Ja, klar, springen wäre gut, wenn ich dran denken würde, aber ich habe immer Angst, dass ich die Kurve mitnehme. Also sprich, weil ich die Kurve da mitnehme, kommt er wieder in die andere Richtung springe. Oh.
macht aber dieses langweilige. Nein. Geh nicht ins Bett, ohne diesen dämlichen Speedrun geschafft zu haben. Nein! Nein! Wo sind eigentlich die ganzen Eier, die ich hier verpasse? Ich meine, die sehe ich. Aber da müsste ich ja noch viel mehr verpassen eigentlich. Yeah. Und Buzzsaw Blast. War das auch hier drin? Buzzsaw Blast kommt dann wohl erst noch. Schön hier. Gucken wir mal, ob wir hier die Eier noch finden können. Und dann ist gut, dann habe ich keine Lust mehr. Ah. Mit mehr Weisheit kommt mehr Skill. Na gut, Leute.